Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten Part von Let's Play WWE 2K14 im Universe Mode, also im WWE-Weltmodus. Es geht endlich los. Nach WWE 13 geht's jetzt also weiter mit dem Universe Mode von WWE 2K14. It's all about WCW vs. WWE. Es gibt einen Part 0, in dem erkläre ich das komplette Let's Play. Also wie es ablaufen wird, wie das alles aufgebaut ist, wie die Roster aussehen. Es sind nämlich nicht alle Wrestler, die im Spiel drin sind, in den Roster. Also ein paar Leute sind eben draußen, zum Beispiel 3MB, von denen ist keiner drin. Und ich habe jede Menge selbst erstellte Superstars aus den Community-Inhalten im Spiel. Von daher kann man sich Part 0 durchaus anschauen. Dort wird auch erklärt, wer Champion ist und welche Fäden es gibt und so weiter und so fort. Wir fangen jetzt aber an mit dem ersten, der allerersten Show in diesem Universe-Mode, und zwar WCW Monday Nitro. Wir beginnen mit Animal vs. Rowdy Roddy Piper. Das wird unser allererstes Match, also beziehungsweise ist das allererste Match. Das werden wir ja nicht spielen beziehungsweise anschauen. Dann der Road Warrior Hawk gegen Raven. Danach gibt es ein Rivalitätsmatch zwischen Bret Hart und Xardas. Alle, die auch mein WWE 13 Let's Play zum Universe Mode gesehen haben, die wissen, Bret Hart und Xardas, die hatten eine ewig lange Fehde. Jetzt hat Xardas seine Maske abgelegt und tritt an gegen den Hitman. Ein weiteres Rivalitätsmatch vom Universe Mode, leider nicht so deklariert, da ich das Match selbst erstellen musste. Die NWO, beziehungsweise eigentlich die Outsiders, Razor Ramon, Also Scott Hall und Kevin Nash gegen Rey Mysterio und Eddie Guerrero. Das wird unser Match Nummer 4, aber auch das werden wir uns nicht anschauen, sondern anschauen werden wir uns das Extreme Rules Match zwischen Sting und Bill Goldberg. Das wird unser Match für heute, für die erste Show, für den allerersten Part des Universe Mode. So, der Rest wird wie immer simuliert und ich bin mal gespannt, was uns erwartet im Universe Mode, was sich der Universe Mode selbst ausdenkt, denn natürlich werde ich wieder keinen großen Einfluss nehmen. Natürlich wird es wieder Comeback geben, das heißt, das Roster, das es momentan gibt, das ist aber noch nicht final. Es werden nochmal Leute dazukommen, auch Leute gehen, aber im Großen und Ganzen lasse ich den Universe Mode ja freie Hand und lasse alles vom Universe Mode machen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was hier und heute abgeht. So, wir fangen an mit Animal vs. Rowdy Roddy Piper. Ich tippe mal auf den Road Warrior Animal und der gewinnt auch. Sieg für Animal. Ich habe übrigens alle Wrestler, die selbst erstellt sind, außer Rowdy Roddy Piper und natürlich Xardas, runtergeladen aus den Community-Inhalten. Habe die teilweise noch ein bisschen verändert, was die Attribute angeht. Sting hatte zum Beispiel 100, Raven hatte 100, Jeff Hardy hatte 100. Die habe ich einmal ein bisschen runtergesetzt. Also die sind jetzt nicht auf 50, aber die haben jetzt eine entsprechende Wertung. So, hier tippe ich trotz allem, auch wenn ich Raven von 100 runtergesetzt habe, also der hat jetzt keine 100 mehr, tippe ich trotzdem auf Raven und der gewinnt auch gegen den Road Warrior Hawk. Jetzt haben wir das Fädenmatch, meine Damen und Herren, ein Submission-Match gegen, zwischen Bret Hart und Xardas. Ich tippe mal auf Bret Hart, ehrlich gesagt. Mit dem Sharpshooter hat er hier wohl doch die besseren Karten in der Hand. Ja, ich tippe auf den Hitman und der gewinnt auch hier und heute gegen Xardas. Und da gibt es was Neues, habe ich gesehen, bei WWE.com. Dann sehen wir uns das nochmal an. Ach, okay. Nichts Besonderes, einfach nur, dass Bret Hart sich einen großen Sieg gegen Xardas gesichert hat. Das können wir hier auch nachlesen sogar. Nice. Ja, aktuelle Ranglisten. Hier sehen wir eben die Champions bei der WCW. Komm, ich zeige es nochmal ganz schnell, ganz kurz. Für die, die den Part 0 nicht gesehen haben und sich auch nicht angetan haben. Ich mach's auch nur ganz schnell. Also, World Champion, WCW World Champion ist Sting, WCW Hardcore Champion Raven. Die WCW Tag Team Champions sind die Outsiders bzw. NWO. AJ Lee gar nicht beachten, ich spiele ohne Frauen. WWE Champion ist The Rock. Curtis Axel ist United States Champion. Edge und Christian sind die WWE Tag Team Champions.
Mick Foley ist Hardcore-Champion, der Hardcore-Titel ist jetzt bei SmackDown, der Main-Titel Intercontinental-Champion ist Daniel Bryan und die Brothers of Destruction, natürlich mit dem Badass Undertaker, sind World Tag Team Champions. So, meine Damen und Herren, das soll es aber auch reichen hier. Wir müssen noch WrestleMania-Statistiken, die sammeln wir uns aber nicht jetzt an, vielleicht ein andermal. Jetzt geht's hier weiter mit diesem Match hier. Hoppala. Und zwar Kevin Nash und Scott Hall gegen Rey Mysterio und Eddie Guerrero. Ich tippe mal auf die NWO, auf die momentanen Titelträger. Die verlieren aber. Rey Mysterio und Eddie Guerrero. Damit schießen sich auf jeden Fall mal nach oben, was Number One Contender angeht, für diesen Tag Team Titel. Nicht schlecht. Also Mysterio und Eddie Guerrero gewinnen hier dieses Match. Und jetzt kommen wir zum Main Event. Das werden wir uns jetzt anschauen. Bill Goldberg gegen den momentan amtierenden WCW World Champion gegen Sting. Würde ich doch mal sagen, auf geht's, ab geht's, rein ins Match. Ich habe natürlich auch eine WCW Arena. Was ist denn hier los? Achievement bekommen. Nice. Ach, Kämpfe in einer erstellten Arena. Ja, sehr gut. Ja, die Arena ist selbst erstellt, allerdings nicht von mir. Ich wollte am Anfang eine machen und habe ich gesehen, es gibt bei den Community-Inhalten aber bereits eine Arena für WCW. Und dann habe ich einfach die genommen, weil die auch extrem geil aussieht. Das muss man definitiv sagen. So, auf geht's, ab geht's. Sting versus Goldberg. Fucking awesome match. Extreme Rules hier bei WCW. Und natürlich auch ein Rivalitätsmatch bzw. ein Fehdenmatch zwischen den beiden. Bin mal gespannt, ob da Man sich hier durchsetzt. The following contest is an Extreme Rules match. Making his way to the ring. From Venice Beach, California. The World Heavyweight Champion. The Icon! Oh, the WWE Universe letting them hear it! Die Entrances werde ich teilweise zeigen, teilweise auch nicht. Lass die jetzt erstmal ein bisschen laufen. Aber später werde ich natürlich gar nicht mehr laufen lassen, weil später irgendwann wird es eben unnötig, so nach über 100 Parts. Universe Mode, weil man einfach jeden Wrestler schon mehrmals reinkommen gesehen hat. Da ist das nicht mehr so wichtig. So, und jetzt kommt Bill Goldberg. Also, los, bringt eure Chance. Goldberg. Und hier ist nochmal ein schönes Bild vom Undertaker. I'm ready for this. Wait a second. What the fuck? What a sneaky attack. Brock Lesnar, meine Damen und Herren, kommt hier rein und attackiert Bill Goldberg, bevor der überhaupt im Ring ist. Also wieder ein typischer Angriff. Ein typischer Angriff für den Universe Mode. Genau dasselbe gab es ja auch schon in WWE 13. Ja, Brock Lesnar schmeißt sich da direkt mal in den Universe Mode, schummelt sich da quasi hinein. Eigentlich hat er hier nichts zu suchen und greift da Bill Goldberg an. Das wird ein Spaß beim ersten Pay-Per-View, denn die Pay-Per-Views sind natürlich dazu da, dass die WCW auf SmackDown oder auf Raw trifft. Denn insgesamt geht es hier natürlich darum, WCW gegen SmackDown versus Raw. Es ist gegen SmackDown versus Raw, egal. Darum geht es hier natürlich insgesamt in diesem Universe-Mode Let's Play. Und irgendwann werden Bill Goldberg und Brock Lesnar zu 100% aufeinandertreffen. Und dann kann sich Goldberg hierfür revanchieren. Ich muss aber allgemein nochmal die Partner und Feindoptionen ändern, denn die habe ich noch gar nicht bearbeitet. Ich habe insgesamt 2 Stunden gebraucht, bis ich den Universe Mode überhaupt mal so hatte, wie ich ihn wollte, mit Pay-Per-Views einstellen, mit Shows einstellen, mit Wrestler einstellen, Wrestler runterladen, die dann nochmal ein bisschen bearbeiten, die Roster einteilen, die Championships einteilen und so weiter und so fort, Rivalitäten erstellen, und dann waren 2 Stunden rum und ich wollte einfach nur anfangen. Deswegen
muss ich da ein paar Sachen doch noch ändern. Unter anderem eben diese Partner-Feind-Option. Also Sting, der geht hier erstmal ordentlich los auf Bill Goldberg. Der kann jetzt aber auch mal wieder was zeigen. Nein, Sting erneut mit dem Konter. Übrigens die beiden hier, Sting und Goldberg, sind heiße Kandidaten. So wird spekuliert für WrestleMania 30. Sting, um gegen den Undertaker anzutreten, weil der Undertaker braucht jetzt natürlich einen krass fetten Gegner. Und Sting wäre genauso ein Gegner. Der Undertaker braucht den, weil der Undertaker immer große Gegner hat. Und das wird zu 100% das letzte Match des Undertakers, denn irgendwann ist auch mal Feierabend. Auch für den Undertaker. Irgendwann kann auch der nicht mehr antreten. Und ein WrestleMania-Match wird er definitiv noch machen bei WrestleMania 30, das ist klar. Aber danach eben nicht mehr. Und das heißt, WrestleMania 30 wird sein letztes. Das heißt, man braucht einen richtig üblen Gegner. Zum einen ist WrestleMania 30, zum anderen wird es das letzte WrestleMania-Match vom Undertaker. Und Sting wird da passen. Sting ist nämlich der einzige extrem bekannte oder extrem erfolgreiche Wrestler der WCW, der nie in der WWE war. Der TNA-Vertrag von Sting, der wird sowieso bald auslaufen. Und ja, Bill Goldberg wird ebenfalls spekuliert extrem viel unter Umständen, dass er tatsächlich gegen Ryback antritt bei WrestleMania 30. Natürlich ein extrem geiles Match, das muss man mal so sagen. Ja, es ist eben so, dass die WWE übel fette Matches braucht für WrestleMania 30, weil es ist nun mal WrestleMania 30, es ist der 30. Geburtstag von WrestleMania. Aha. Jetzt wird's hier aber echt mal extrem. Wurde ja auch Zeit. Sting bringt eine Leiter ins Spiel. So muss das aussehen. Ja, und für WrestleMania 30, da können sie nicht Dolph Ziggler gegen Biggie Langston machen. Da muss schon was Fettes her, wie zum Beispiel Undertaker gegen Sting, Ryback gegen Goldberg, The Rock gegen Austin. Gut, The Rock kann sehr wahrscheinlich nicht antreten. The Rock ist nach wie vor verletzt. Austin würde rein theoretisch funktionieren. Aber ja, sie brauchen eben richtig geile Matches, wie zum Beispiel Goldberg gegen Ryback oder eben Sting gegen Undertaker, welche wären. Aber letztendlich sind das alles nur Spekulationen, das ist mit Vorsicht zu genießen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wäre super geil, wenn man Sting auch mal in der WWE sehen könnte. Rein theoretisch könnte es auch sein, dass Hulk Hogan nochmal auftritt, ob mit einem Match, weiß ich nicht, glaub nicht, der ist ja mittlerweile schon 60 Jahre alt oder so. Naja, der World, momentane WCW World Champion, haut Goldberg hier ganz schön in die Pfanne, muss man sagen. Der gibt hier ordentlich Gas. Hoppala, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, sorry. Und das könnte es sogar schon gewesen sein. Für Bill Goldberg. Ist es das schon? Das wäre jetzt echt mal der Knaller. Nein. Das war's noch nicht. Bill Goldberg kommt nochmal raus aus dem Cover hier von Sting. Aber ganz knapp. Das war eine ganz enge Geschichte, meine Damen und Herren. Das war 2/3. Was ist denn jetzt hier los? Fängt das ja an zu ruckeln, Alter. Keine Ahnung, warum das hier gerade geruckelt hat. Das normalerweise nie. Aber vielleicht ist das Spiel genauso excited über den Universe Mode, wie ich es bin. So, meine Damen und Herren. Jetzt könnte es schlecht aussehen fürs Ding. Aber auch der kommt wieder raus. Aber immerhin, Spear haben wir noch keinen gesehen. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, meine Damen und Herren. Das war's für Sting. Wir haben einen Sieger. Bill Goldberg gewinnt. What the fuck? Sting is alive. Sting lebt noch. Das ist ja der Wahnsinn. Sting lebt. Also ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass hiernach das Match vorbei ist. Aber der WCW World Champion kommt nochmal raus aus dem Cover. Das waren zwar auch 2/3, aber er kam nochmal raus. Jetzt wollte gerade ein Comeback starten. Sting wollte gerade ein Comeback zeigen, aber da kam Goldberg ihm wieder in die Quere. Das wird nichts, Goldberg. Das war klar, dass Goldberg das nicht schafft. Das Ding da wieder rauskommt. Ach, klar, Superkick. Superkick gegen Sting hier von Bill Goldberg und jetzt kommt die Leiter zum Einsatz. So, jetzt geht's immer noch nicht extrem. Irgendwie nutzen sie die Waffe nicht so richtig. Sting schmeißt sie wieder weg. Hard Clothesline jetzt von Bill Goldberg gegen Sting. Jetzt das Cover. 1, 2, 3, das war's. Jetzt konnte Bill Goldberg sich durchsetzen. Der Sieg für The Man. Schauen wir uns nochmal die Highlights an. Ja, da haben wir schon mal ein schönes Match für den Auftakt gehabt. Okay, wir hatten bei WWE 13 definitiv schon extrem viel spannendere
Momente hier nochmal der Finisher. Extrem viel spannendere Matches. Ich erinnere an Undertaker gegen Kane irgendwann mal. Alter, war das ein Match. Aber ich meine, wir sind gerade erstmal beim ersten Part des Universe Modes, Leute. Beim allerersten Part. Und dafür war das hier doch schon ein ordentliches Match, dass sie Sting und Bill Goldberg hier geliefert haben. Oh, oh, oh. Und da ist er schon wieder. Da ist er schon wieder. Brock Lesnar kommt hier wieder rein. Und haut auf Bill Goldberg ein. Meine Damen und Herren, das gibt's ja nicht. Brock Lesnar, noch nicht mal bei der WCW. Aber trotzdem immer noch die beiden. Die beballern sich wahrscheinlich noch ein paar Mal in diesem Universe-Mode Let's Play. Gut, meine Damen und Herren. Wir haben also einen Sieger. Letztendlich liegt er dann doch K.O. auf der Matte. Aber, meine Damen und Herren, Bill Goldberg hat sich durchgesetzt gegen Sting. Bill Goldberg gewinnt das allererste Match, das wir uns hier angeschaut haben im Universe Mode Let's Play. Da ist noch Luft nach oben, aber es war doch schon mal ein schöner Anfang. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich auch erstmal wieder aus dem Universe Mode, aus diesem Let's Play. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass die nächsten Parts ein bisschen länger werden. So ewig lang war das Match jetzt nämlich nicht. Die nächsten Matches werden wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber gut, dann steigen wir mit einem schönen, kompakten Part hier rein in dieses Let's Play. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Gerade im ersten Part ist immer wichtig, oder für mich persönlich wichtig, dass ich da Feedback erhalte. Also wie gesagt, ich würde mich sehr über einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung freuen. So, das war's jetzt soweit von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann gibt es Raw is War und vielleicht schon Revanche für Bill Goldberg. Wir werden sehen, meine Damen und Herren. Das war's vorerst von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.